Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's, eure Grobi. Ich wollte euch noch schnell meine Weihnachtskarten zeigen, die ich gebastelt habe, bevor ich sie wegschicke. Ich weiß, ich bin dieses Jahr echt spät dran. Legen wir mal los. Das ist die erste. Die habe ich aus diesem Paperpad, aus diesem Stanzteilen von Action gemacht. Von innen sieht es so aus. Da habe ich einen Spruch reingeklebt, weil ich schon so spät dran bin, sonst schreiben wir immer selber was. Guten Rutsch, ein Schweinchen und ein paar Kleeblätter. Die bekommt meine Mutti. Reinpacken. Und für meinen Bruder und meine Schwägerin ist diese Karte mit dem Weihnachtsmann im Kamin. So, die habe ich nämlich schon beschriftet, weil wir da heute zum Adventskaffee hinfahren, weil wir Weihnachten uns nicht sehen dieses Jahr. Ich glaube, es ist das erste Jahr. Deswegen schon mal die Karten. So, dann diese hier. Von innen habe ich sie alle gleich gehalten. Den Spruch, Schweinchen, Kleeblätter. Hier habe ich auch schon Papier drin. Dann habe ich diese hier. Ich weiß, ich bin nicht so der Kartenbastler, aber das habt ihr ja schon mitgekriegt. Deswegen bin ich über diese Dinger ganz froh. Die finde ich ganz schön. Die ist mir ganz gut gelungen. Hier habe ich einfach den Rand von dem, wo man das ausgedrückt hat, habe ich einfach noch mit drauf geklebt. Von innen, wie gesagt, sind sie alle gleich. So, hier haben wir noch dieses Stück, das Gute. Das sind auch witzig, die Weihnachtsmänner. Dann diese. Dann einmal diese. Dann diese. Noch eine, die schon ein bisschen abstrakter durch diese komischen Farben. Die gefällt mir jetzt nicht so doll. Die finde ich auch noch ganz schön mit dem dreieckigen Weihnachtsbaum. Hier haben wir eine mit so einem Hund. Und hier ist noch eine. Ja, und da habe ich sogar noch welche gefunden vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr sind noch eine ganze Menge übrig geblieben. 6 Stück. Soll ich euch die auch nochmal zeigen vom letzten Jahr? Dann hatte ich hinten bestempelt. Das ist einmal diese. Ihr seht ja, also Kartenbasteln ist nicht so meins. Ich kann das einfach nicht. Diese. Die finde ich ganz schön. Da klebt hinten gar nichts drin, aber wenigstens ein Weihnachtsmann hinten drauf gestempelt. Auf die Umschläge habe ich auch immer noch Kugeln drauf gestempelt. Die finde ich auch schön. Obwohl die ja so ein bisschen schlicht ist, aber die gefällt mir auch ganz gut. Ja, die gefällt mir gut. Die packe ich mal gleich hier mit auf den Stapel. Die kann dieses Jahr noch mit rausgehen. Naja, okay. Sie hat es, die fällt unter den, sie hat es versucht. Da habe ich sogar embossed. Ja, und diese ist noch übrig geblieben. Ja, das waren meine Weihnachtskarten für dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr echt spät dran, sonst schicken wir sie immer schon zum ersten Advent raus. Aber irgendwie
ist das alles dieses Jahr irgendwie ein bisschen liegen geblieben. Na gut, Montag gehen sie nun alle auf die Reise, also habe ich heute noch ein bisschen was zu schreiben. Und das war's auch schon wieder von mir. Nur ein kurzes Weihnachtskarten-Update. Also, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent, eine schöne Woche, eine ruhige Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi!